Die Kulisse ist prachtvoll, das Wappen irgendwie symbolisch für das, was bei diesem Treffen der EU-Außenminister das beherrschende Thema ist. Syrien und ein möglicher Militärschlag der USA. Von der litauischen Präsidentin wird US-Außenminister Kerry empfangen. Ihn wollen die EU-Minister bitten, mit der Militäraktion zu warten, bis der Bericht der UN-Waffeninspekteure vorliegt. Und in Litauen wollen die EU-Außenminister versuchen, eine gemeinsame Haltung zu Syrien zu finden. In einer Erklärung, über die noch abgestimmt werden muss, heißt es, am Chemiewaffeneinsatz gäbe es keine Zweifel, auch nicht an der Verantwortung des Regimes und dass dieser Bruch mit dem Völkerrecht eine angemessene Antwort verlange. Allerdings betont die EU-Außenbeauftragte Ashton noch einmal, der UN-Sicherheitsrat müsse mit einbezogen werden und der Konflikt könne nur auf diplomatischem Wege gelöst werden. Ob US-Außenminister Kerry dem zustimmt, wird sich zeigen, denn die USA haben bereits erkennen lassen, dass sie sich nicht mehr um ein UN-Mandat bemühen wollen. Das Treffen der Staaten beginnt unter schwierigen Vorzeichen.